Willkommen bei TechFocus. Hier seht ihr die Logitech Cube Mini-Maus eigentlich. Wir haben Hands-On schon online und ihr werdet gleich sehen, was alles in dieser Mini-Verpackung drin ist, die es eigentlich nur zuerst mal online geben wird bei Logitech. Und machen wir es mal auf. Wir lassen sie einfach mal hier rausleiten und da haben wir auch gleich oben schon die Maus in dieser schicken kleinen Verpackung im typischen Schwarz-Grün von Logitech. Die Maus haben wir schon demonstriert, das ist jetzt die weiße Version. Hier haben wir Micro-USB-Anschluss und einen An- und Ausschalter. Und ansonsten natürlich noch ein Logitech-Logo hier schön auf diesem glasähnlichen Gerät, also auf der Oberfläche nochmal draufgeschrieben. Hier oben unten ist der Sensor mit den Akkudaten und ähnlichen. Die legen wir zur Seite, die Maus. Und dann haben wir hier natürlich den Unifying Adapter, den man eigentlich immer im Notebook lässt. Auch schön in weiß gehalten, wenn wir hier schon die weiße Maus hatten. Und gehen wir weiter, was haben wir hier noch drin? Das müsst ihr rausnehmen, nicht ganz einfach. Und dann geht's weiter mit. Wir haben einmal Handbuch, beziehungsweise noch ein Papier, ein Handbuch und natürlich ein sehr, sehr kurzes USB-Kabel zum Aufladen. Sehr schick und sehr kurz in weiß, weil das Schwarz natürlich ein schwarzes. Und hier noch eine kleine Hülle aus nicht echtem Leder, wo wir die Maus reinlegen können. Und das zeige ich jetzt auch gleich mal. Nehmen wir diesen Plüsch hier weg. Und die Maus und dann können wir sie einfach reinlegen. Und leider ist kein Platz in den Adapter, aber den muss man auch immer einfach im Computer lassen. Hier steht nochmal Logitech drauf. Und ja, dadurch ist sie ideal wahrscheinlich geschützt. Kabel, naja, müsst ihr dann auch euch überlegen, was mitnimmt, aber muss man eigentlich nicht so oft aufladen. Und das war's schon mit dem Unboxing. Vielen Dank fürs Zuschauen bei TechFocus. Mein Name ist Balázs Gál und das war die Logitech Cube Maus auf der CES 2012.